Wir sind aus der Donaustraße 5. Am 8.12. wurden wir durch unseren alten Eigentümer darüber informiert, dass unser Haus verkauft wird. Wir waren geschockt und traurig. Das Haus befindet sich seit mehreren Generationen im Besitz der Familie des alten Eigentümers. Damit hatte keiner der Bewohner gerechnet, geschweige denn Vermutungen je dazu angestellt. Das Bezirksamt Neukölln prüft die Ausübung des Vorkaufsrechts im Milieuschutzgebiet. Die Frist hierfür kann bis zum 15.02. eingereicht werden. Der alte Eigentümer versicherte uns wiederholt, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Trotzdem recherchierten wir und sind verärgert und geschockt. Unter dem neuen Eigentümer verbirgt sich ein Investor, der bereits aus einem anderen Verkauf eines Familienhauses in Berlin, und zwar der Hochbrechtstraße 59, bekannt ist. Das Vorkaufsrecht konnte hier ausgeübt werden. Der neue Eigentümer zeigte wenig Interesse an einer Abwendungsvereinbarung. Das Interesse des neuen Eigentümers, eine internationale agierende GmbH und Co. KG, die auch in Warschau und Paris auftritt, ist auf seiner Internetseite klar definiert. Luxussanierungen. Auch in den Medien ist der neue Eigentümer bereits bekannt. Nachdem wir den Kaufpreis ermitteln konnten und auf konkrete Fragen die neue Hausverwaltung nur verhalten geantwortet hat, ist den Bewohnern der Donaustraße 5 klar, dass es sich um ein Spekulationsprojekt mit dem Ziel der Umwandlung in Eigentum handelt. Als Mieterinnen der 31 Wohneinheiten und Gewerbefläche sind wir sehr besorgt, was der Verkauf für unsere Wohnsituation bedeutet. Die Wohnungsmarktsituation in Berlin, insbesondere auch in Neukölln, weist eine drastische Strukturveränderung auf, die uns davon ausgehen lässt, dass auch unser Haus für den Käufer vor allem ein Spekulationsobjekt der privaten Immobilienwirtschaft bedeutet. Unsere Hausgemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir in den letzten Wochen solidarisch und gemeinschaftlich nach Lösungen für unsere Situation gesucht haben und uns auf ein gemeinsames Ziel einigen konnten. Wir haben selbst zahlreiche Genossenschaften, Stiftungen und das Mietshaussyndikat angeschrieben, um diese für unser Mietshaus als potenziellen Drittkäufer zu begeistern. Es ist ein schweres Unterfangen, denn der hohe Kaufpreis erschwert eine Refinanzierung des Hauses erheblich. Wir sind dem außerdem eine Hausgemeinschaft unter vielen, die einen potenziellen Drittkäufer anstreben. Über die Kiezversammlung 24 konnten wir erfahren, dass gleich drei weitere Häuser in Berlin-Neukölln kurz vor Weihnachten verkauft wurden, beziehungsweise ein Kaufinteresse besteht. In der Donaustraße 5 leben alte und junge Menschen, kleine und große Familien, frisch gebackene Eltern, mehrere Generationen. Ein Mieter verbringt sogar seit Geburt an das sein Leben in der Donaustraße. Der älteste Bewohner lebt hier seit den frühen 70er Jahren. Wir sind Lehrerinnen, Pädagogen und Wissenschaftlerinnen, arbeiten in der Krankenpflege, im Journalismus und der sozialen Arbeit. Als Architekten, Hebammen, Pflegemutter und Techniker. Manche von uns wohnen hier Wohnung an Wohnung mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern. Andere sind erst vor kurzem dazugestoßen. Wir möchten in dieser Hausgemeinschaft unser Zuhause behalten. Deswegen fordern wir, wir werden weiterhin in einem Bezirk wohnen, der nicht von Immobilienspekulationen und Verdrängung bestimmt wird, sondern in seiner Vielfalt erhalten bleibt. Wir sind gegen den Ausverkauf der Stadt. Wir verlangen die Ausübung des Vorkaufsrechts. Senat, kauf deine Häuser! Und wir fordern langfristige Lösungen für bezahlbaren Wohnraum für alle. Wir freuen uns, mit der heutigen Kundgebung zu sehen, dass es ein großes Interesse der Berliner und Berlinern gibt, einen Aufkauf der Stadt zu verhindern und wir gemeinsam gegen die Verdrängung und gegen Spekulation vorgehen wollen. Wir danken der Hermannstraße 48, die diese Kundgebung möglich gemacht hat und wir auch hier unser Interesse vortragen durften. Es liegen nur noch wenige Wochen vor uns, bis die Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechts abläuft. Wir werden diese Wochen jedoch dazu nutzen, um weiter auf das Verheerende der Situation in Berlin aufmerksam machen und zeigen, dass wir einen Verkauf aller Häuser in Berlin nicht dulden.